Wolle aus den ehemals zahlreichen Schäfereien rund um Güstrow wird in der Wollhalle schon seit Jahrzehnten nicht mehr gelagert. Seit 1993 präsentiert die Barlachstadt Güstrow in diesem inzwischen denkmalgerecht sanierten Gebäude verschiedenste Ausstellungen. Aktuell zu finden dort die Ausstellung Zweifel und Wunder mit Malerei von Florian Pelker. Der 42-Jährige präsentiert eine farbgewaltige, fantastische, nahezu mystische Bilderwelt. Traumwelten, die collageartig fantastische Tiere und Pflanzen miteinander kombinieren. So entstehen teils comicartig verschlüsselte Allegorien, die sich oft erst auf den zweiten oder dritten Blick erschließen. Florian Pelker begeisterte mit seinen Werken bereits auf Kunstmessen in ganz Deutschland, Europa und sogar in Südkorea. Besuchen können Sie diese ungewöhnliche Ausstellung noch bis zum 17. November 2013. Heinrich Schliemann, Pionier der Feldarchäologie, geboren in Neubukow, Mecklenburg. Obwohl Schliemann alles andere als eine fiktive Figur ist, ranken sich um dieses besondere Kind Mecklenburgs viele Legenden. Einige davon hat er selbst in die Welt gesetzt. So zum Beispiel, dass er den Entschluss, das nicht weniger legendäre Troja zu suchen, bereits mit 8 Jahren gefasst habe. Die Schliemann-Gemeinde Ankershagen ist das einzige Schliemann-Museum und die einzige Schliemann-Forschungsstätte weltweit. Auf dem alten Pfarrgut verbrachte Schliemann seine Kindheit und kam später trotz weiter Reisen quer durch die Welt immer wieder hierhin zurück. Das Heinrich-Schliemann-Museum erlaubt einen einzigartigen Einblick in das Leben und Wirken des Forschers auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse. Von der Kindheit und Jugend in Mecklenburg über die Karriere als Handelskaufmann in St. Petersburg und Ausgrabungen in der Türkei bis zum Testament wird hier mit den Legenden aufgeräumt. Ein besonderer Höhepunkt, das Kinderzimmer Schliemanns mit vielen Angeboten zum Anfassen und Erleben. Das Historisch-Technische Museum Peenemünde stellt sich einer besonderen Aufgabe. Es zeigt einerseits den Mythos der Raketenpioniere, die die moderne Raumfahrt quasi erst möglich gemacht haben. Andererseits die historische Realität der Heeresversuchsanstalt, deren Marschflugkörper Tod und Zerstörung über viele Unschuldige brachten. So teilt sich auch die Ausstellung in die Entwicklung der ersten militärischen Großrakete und die Forschungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf 5000 Quadratmetern finden Sie Originalteile und Zeitzeugeninterviews und vieles mehr. Das Kraftwerk der ehemaligen Versuchsanstalten, das größte technische Denkmal MVs, bildet einen weiteren Ausstellungskomplex. In ihm werden durch Architektur und Funktionsweise der totalitäre Herrschaftsanspruch der NS-Zeit veranschaulicht. Auf dem 120.000 Quadratmeter großen Freigelände finden Sie beeindruckende Großexponate. Die Dimension der Ausstellung geht über die ersten Raketen weit hinaus. Auch Fragen zur gegenseitigen Abschreckung mittels Atomraketen und Entwicklungen, die zu diesem Status geführt haben, werden beantwortet.